Finale. Oh, drittes Workout. September to remember. Komm, einmal noch Gas geben. Und für das dritte Workout habe ich einen Special Guest. Den sexiest man, wollte ich gerade sagen. Den fittesten Fatty of Germany. Das Doom in Hipster of Doom. Den King von Eppendorf. Den pöbelnden Porsche-Fahrer. Schagel Boot. Hier, diesen Leckermäuler. Es wird Zeit für das letzte Workout. Dass mir rotes Kiezlicht ins Gesicht scheint, ist Einbildung. Ihr habt euch bis jetzt ja super geschlagen. Ihr habt mich hier und da oder uns hier und da in Videos verlinkt. Ein Fest. Ich gucke mir sehr, sehr, sehr gerne an. Und freue mich immer, wenn ihr tatsächlich Workouts macht, die wir uns in unserem Kämmerlein überlegt haben. Wird aber Zeit fürs dritte Workout für September to remember. Das ist aber auch ein rotes Licht, ne? Also für die, die sich beeilen und keine Lust haben, sich zu zerschießen und danach noch zu trainieren, ist es ein Sprint. Für alle anderen dauert es vielleicht eine Minute länger. Es besteht aus simplen 60 Deadlift. Gewicht steht für Männer bei 100 Kilogramm, für Frauen bei 70 Kilogramm. In Summe macht ihr ja nichts anderes als 60 Unbroken Deadlift. Der eine oder andere wird sagen, 60 Unbroken ist vielleicht nur schwer möglich. Ich weiß gar nicht, wie ich es machen würde. Ich würde es versuchen, denn für jeden Break, den ihr habt, jedes Mal, wenn ihr das Gewicht absetzt, wenn ihr sagt, das kann nicht mehr, müsst ihr leider als Penalty 5 Handstand Push-Ups machen. Macht ihr Handstand Push-Ups, geht ihr wieder ran und macht die Deadlift mit eurem Gewicht weiter. Ich würde euch also den Ratschlag geben, nicht abzusetzen, sondern komplett unbroken durchzuziehen. Ob ihr es schafft, lasst mich wissen. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch viel Glück. Nehmt euch am Tag danach nicht zu viel vor. Es könnte sein, dass eure hintere Kette ein ganz kleines bisschen guten Morgen sagt. Ihr habt den Fadi gehört, es wird Zeit für Wirbelsäulensäure. Ein Couplet, Deadlifts und Handstand Push-Ups. Kopf über in die Hölle und zurück. Wir bauen auf. Finale, let's go. Leute, das letzte September to Remember Workout. Ihr findet das Scoresheet wie immer auf der Webseite www.septembertoremember.de. Dort findet ihr auch die skalierte Version. Viel Spaß, Arschbacken zusammenkneifen. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Vergesst nicht, uns zu vertaggen und zu verlinken. Das war eine Freude. Wir hatten sehr viel Spaß und sehr viel Muskelkater. Und wir sehen uns nächstes Jahr bei September to Remember Volume 5. Beziehungsweise sehen wir uns vielleicht auch nächste Woche einfach im nächsten Vlog. Also, peace.